Okay, zuerst ein herzliches Dankeschön, dass du dir Zeit nimmst fürs Interview mit uns. Ja. Das kommen wir gleich zur ersten Frage. Du bist seit über einem Jahr beim WRC. Wie gefällt es dir in Wolfsberg? Ja, sehr gut. Also es ist eine kleine, feine Stadt. Es gibt alles, was man braucht. Und vor allem die Leute sind sehr freundlich und offen. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ihr hattet ja einen fulminanten Start in die heurige Bundesliga-Saison. Wie fühlt es sich an, vorne mitzuspielen? Ja, schön. Also ich glaube, dass nicht alle Spieler das Gefühl schon gehabt haben. Ich persönlich auch nicht. Und das ist einmal schön, einfach vorne mitzumischen. Wenn man weiß, man kann was Gutes erreichen und das ist einfach ein gutes Gefühl. Ja. Das ist deiner Meinung nach ausschlaggebend für diesen jetzigen Lauf? Ich denke einfach, glaube ich, dass wir eine gute Truppe sind, dass der Zusammenhalt ist, glaube ich, sehr wichtig und das sieht man am Platz, dass jeder für den anderen arbeitet und für den anderen läuft. Und wir haben natürlich gute Einzelfußballer, aber ich glaube, das Kollektiv ist schon sehr wichtig und ist unser Erfolgsgeheimnis, sage ich mal. Mit dem Erfolg steigt ja der Druck. Wie gehst du damit um? Eigentlich ganz gut, weil ich sage mal, einen Druck muss man sich ja oder erlegt man sich selber auf und wir schauen von Spiel zu Spiel und schauen jetzt nicht, okay, wir sind also nicht 8 Punkte vor Rapid oder sonstiges, sondern wir schauen einfach, dass wir gute Leistungen bringen und dann ist der Druck immer der gleiche. Also ich glaube, mit dem muss man selber halt schauen, dass man mit dem gut umgeht. Im Heimspiel gegen Grödig habt ihr eine Niederlage hinnehmen müssen. Was glaubst du, waren die Gründe dafür? Ich denke, die erste Halbzeit war ganz gut. Wir haben gute Chancen gehabt aufs 2-0. Da waren wir eben das mal nicht so effizient. Und dann in der zweiten Halbzeit haben wir ein bisschen die Kontrolle vom Spiel verloren. Waren wir nicht so lauffreudig und vielleicht auch nicht so bereit im Kopf. Und dann ist es natürlich schwierig, weil jede Mannschaft in der Bundesliga ist gut und Grödig hat offensiv sehr gute Fußballer gehabt. Und dann haben natürlich zwei Standard das Spiel entschieden. War sehr schade, finde ich. Aber ja, das gehört auch dazu, mit dem müssen wir umgehen. Und jetzt da haben wir am Samstag wieder die Möglichkeit, das besser zu machen. Auch wenn es in weiter Ferne ist, wie siehst du den oder wo siehst du den WRC am Ende der Saison? Ja, das ist wirklich noch weit weg. Super wäre, wenn wir einfach unser bisher bestes Ergebnis einholen könnten, beziehungsweise halt uns besser platzieren könnten. Und von Platzierung ist es, glaube ich, zu früh zu reden, ob wir jetzt Vierter, Fünfter oder sonstiges werden. Wir sind derzeit gut damit gefahren, dass wir von Woche zu Woche schauen, von Spiel zu Spiel und ich glaube, das will man beibehalten und dann sehen wir, was im Endeffekt rauskommt und ich hoffe, dass was Gutes ist. Stichwort obere Tabellenplätze, wie schätzt du eure Chancen in einem europäischen Bewerb ein? Ja, wie gesagt, ich glaube, die Chancen sind sicher da, also weil wir jetzt gute Runden gespielt haben, aber es wird sehr wichtig sein, dass wir das über eine lange Zeit beweisen und immer die Qualität dann im Endeffekt beweisen, dass wir dort oben mitmischen können. Dass es sicher nicht einfach wird, ist klar, aber die Möglichkeit ist gegeben und ja, wäre super, wenn man es schaffen könnte. Ne? Was waren deine bisher größten sportlichen Erfolge? Sportliche Erfolge, ich glaube, es ist super, wenn man in Österreich Bundesliga-Profi sein kann und das über längere Jahre, weil es nicht so viele gibt, sage ich mal. Von dem her ist das schon mal recht gut. Ich war bis jetzt eher bei kleineren Vereinen und habe immer, sagen wir mal, auf die hinteren Ränge gespielt. Aber ich glaube, für einen kleinen Verein ist es wichtig, wenn du nicht absteigst oder sonstiges. Das war eben bei Kapfenberg zum Beispiel der Fall. Ja, und so wie jetzt beim WRC ist es so wie jetzt natürlich top. Wir waren einmal Spitzenreiter, der Tabellenführer für 3 Runden und das ist schon was Spezielles. Ja. Gut, was machst du in der Freizeit? Ja, also ganz normal, ich treffe mich mit Freunden, bin ein bisschen auf der Uni, schaue, dass da ein bisschen was weitergeht. Schau gerne DVD-Serien, das ist ein Hobby von mir und ja, zum Ausgleich halt ein bisschen an den anderen Sportarten. Also alles was ganz Normales. Und als Information für die Damenwelt, gibt es eine Freundin? Die gibt es schon lange und das ist gut so. Okay, danke.